Hallo liebe Freunde, ich bin's, euer Erklärbär. Unsere Sweet Lady muss heute zur Jahresüberprüfung. Captain Leon hat sich erboten, mit der Alpha Tango Mike den Abholdienst zu spielen. Und weil zwei Flugzeuge, die in dieselbe Richtung fliegen, die kleinste aller möglichen Formationen darstellen, wollen wir diese Gelegenheit nutzen, um diese präzise Form des Fliegens zu exerzieren. Der Leader, in diesem Fall unsere Alpha Tango Mike, ist alleinig verantwortlich für die Navigation und den Funk. Er muss Geschwindigkeit und Höhe so genau als möglich einhalten. Ein Hochdecker als Wingman setzt sich nun leicht versetzt über ihn. Vom Boden aus sieht das nun deutlich näher aus, als wir das in der Luft empfinden. Viel zu kurz war der Flug und schon sind wir an unserem Bestimmungsort gelandet. Und weil es hier günstiges Mogas gibt, verwöhnen wir unsere Alpha Tango Mike nach Möglichkeit des Weight and Balance. Standesgemäß haben wir unsere American Champion im Hangar 7 untergebracht. Weil die Zeit drängt, die Nacht naht schon, gibt unser Captain Leon der Alpha Tango Mike gleich mal wieder die Sporen. Nach dem Start in Richtung Westen erfordert die Platzrunde einen leichten Schwenker nach links, um die Ortschaft zu vermeiden. Die Wetterbedingungen für diesen Streckenabschnitt sind marginal. Nur für im Sichtflug sehr gut trainierte Piloten mit genauer Ortskenntnis fliegbar. Und wenn schon mal zwei Piloten an Bord sind, nützen wir die Gelegenheit, um mit der Brille zu fliegen. Schon nach kurzer Zeit haben wir den marginal bis difficult eingestuften Streckenabschnitt hinter uns und melden uns bei Salzburg Radar, ob ein simulierter ILS-Anflug auf die Runway 15 möglich wäre. Der diensthabende Lotse war, weil es der Verkehr zuließ, sehr entgegenkommend. Captain Leon verrichtet seine Aufgabe sehr konzentriert und der Erklärbär übernimmt die Luftraumbeobachtung. Das ist bei solchen Flugbedingungen wesentlich romantischer. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an unsere stets hilfsbereiten Kollegen im Turm. Wenn etwas nicht erlaubt wird, gibt es sicher einen triftigen Grund dafür. Und wir versuchen eben mit solchen Aktionen das Beste für uns als Piloten herauszuholen.